Mal ein Gebolze ist das heute. Ja, vorwärts, geh mal! Die kernigen Sprüche hat er immer noch drauf. Werner Lorand oder Werner Beinhardt, wie er auch schon mal genannt wird, ist zurück im deutschen Fußball. Allerdings nicht mehr so wie früher in der ersten Liga, sondern beim TSV Wagging am See. Den soll er in der Bezirksliga Bayern vor dem Abstieg retten. Ich wohne ja hier und deswegen bin ich auch hier und helfe diesem Verein, weil sie ja in der Tabelle nicht so gut gestanden haben oder sind. Für seine Rettermission kassiert er nach eigener Aussage keinen Cent. Seit er da ist, kommen statt 200 mindestens 500 Zuschauer, um den TSV Wagging zu sehen. Allein Lorand ist das Eintrittsgeld wert. Nach seinem Abschied von den Münchner Löwen 2001 ist er in der Türkei und in Südkorea gewesen, auf Zypern und im Iran, in China und der Slowakei. Den deutschen Fußball hat er dabei nie aus den Augen verloren. Der Absturz von 1860 bereitet ihm Bauchweh. Schuld daran seien die Verantwortlichen, wie Manager Gerhard Poschner. Wenn ich den Kader so zusammenstelle und dann noch im Winter drei Spieler hole und keiner spielt, ja, dann weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Das muss ich leider so sagen. Das hat auch, ist ein bisschen Kritik, aber mir liegt 60 München auch ein bisschen am Herzen, wenn du 10 Jahre oder fast 10 Jahre warst. Ja, und dann so einen Kader hast für die zweite Liga und rumpelst da unten rum als 60 München, dann ist das schon sehr schlimm, sag ich so. Altersmilde sei er mit 67 noch lange nicht, so Lorand, der sich schwer tut mit den Gepflogenheiten der heutigen Spielergeneration. Beispiel das ständige Hantieren mit Smartphones. Das regt mich hier schon auf, weil die wissen ja schon, wie es in der Halbzeit dasteht, wie es dasteht. Oder wenn ich irgendwo jetzt auf Fußball geschaut habe, so wie gestern, München, die anderen, die mitgeschaut haben, ich gehe immer zum Fanclub, ja, die haben das Handy in der Hand und die schauen gar nicht dahin, ja, die schauen das Spiel gar nicht an und schauen, wie es woanders steht. Ja, das hat ja mit Fußball nichts zu tun. Die Dinger gehören aus, in der Kabine gibt es sowas nicht, alles aus. Werner Lorand, bekannt für seine klare Linie und seine strenge Art. Für ihn ist jetzt Abstiegskampf mit Wagging, aber auch irgendwie mit 1860 München. Ein Absturz seiner Löwen in die dritte Liga würde ihn gewaltig schmerzen, aber auch ein wenig wütend machen.